Jessica Paska, 30, und Johannes Haller, 33, schweben eigentlich aktuell auf Wolke 7 und freuen sich auf ihr erstes Baby. Jetzt weinte die Ex-Bachelorette in ihrer Instagram-Story bittere Tränen. Vor knapp 3 Jahren lernten sich Jessica Paska und Johannes Haller in der RTL-Kuppelshow Die Bachelorette kennen. Zwar entschied sich die 30-Jährige damals für Kandidat David Friedrich, über Umwege sollte sie einige Zeit später aber doch noch ihr großes Liebesglück mit Johannes finden. Im vergangenen Jahr wurde bereits über eine Beziehung der beiden Dating-Show-Stars spekuliert. Im Oktober 2020 machten die ehemalige Rosenlady und der Ex-Kandidat ihre Beziehung dann endlich offiziell. Seitdem schien in der Beziehung der beiden alles recht schnell zu gehen. Nur kurze Zeit nach dem Liebesouting überraschte Jessica ihre Fans mit ihrer Schwangerschaft. Im Dezember folgte dann die Verlobung. Johannes ging an Heiligabend vor seiner schwangeren Freundin auf Knie und stellte ihr die Fragen. Scheint, als könnte es momentan für die beiden Turteltauben nicht besser laufen, wäre da nicht die Hochzeitsplanung, die bevorstehende Geburt, Corona und der Umzug. Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft wünschen sich Jessica und Johannes, zu heiraten, bevor ihr Nachwuchs auf der Welt der Grund, ihr gemeinsames Kind soll auch ihren gemeinsamen Namen annehmen. Um allerdings auf Ibiza heiraten zu können, erfordere es demnach eine Reihe verschiedener Dokumente. In seiner Instagram-Story offenbarte der 33-Jährige, und auch Jessica selbst scheint im Moment schwer zu kämpfen. Via Instagram offenbarte sie gegenüber ihren Followern, wie schlecht es ihr aktuell wirklich geht. Heute ist mal wieder ein Tag, wo ich vor Schmerzen echt. Was genau die 30-Jährige bedrückt, verriet die ehemalige Bachelorette allerdings nicht. Bleibt zu hoffen, dass es Jessica Paska bald besser gehen wird und der bevorstehenden Geburt und der Hochzeit dann nichts mehr im Weg.